Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manic Mansion Mania Staffel 1 Episode 10. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir brauchen einen Komplizen, wir brauchen unser schwarzes Buch, wo wahrscheinlich die Adressen von Ed drinstehen, sodass er sich an jemanden wenden kann. Ich nehme immer noch sehr, sehr stark an, dass das Buch in den Hamster drin ist, den er ja ausgestopft hat. Er hat ja gesagt gehabt, er hat ihn leider ausstopfen müssen, da ist bestimmtes Ding drin gewesen. Das mit dem Skalpell würde auch Sinn machen und er macht ja auch was, aber er bringt es einfach nicht fertig. Was ich mir jetzt überlegt habe, mal sehen, ob es stimmt, wir haben ja immer noch diese Pillen hier. Die Muntermacher, wenn wir die benutzen, können wir es dann machen? Okay, dann wollen wir mal sehen. Ich habe ein Quarter eingenäht und mein schwarzes Buch. Okay, das war irgendwie klar. Ein Quarter, das könnten wir vielleicht bei den Spielautomaten benutzen. Oder beim Pepsi-Automat unten. Den Spielautomat eigentlich nicht, die können wir ja spielen. Schauen wir erstmal in das schwarze Buch. Das ist mein schwarzes Buch. Es ist voll mit meinen persönlichen Telefonnummern. Da bräuchten wir aber, ja. Ich denke mal, da müssten wir jetzt dahin kommen, zu einem Telefon kommen. Und da wissen wir, dass wir nicht hinkommen wegen, ja, ihr wisst schon. Das heißt, es muss auf jeden Fall hier mit diesem Quarter weitergehen. Wenn wir das mit dem Dings benutzen, das geht ja, glaube ich, nicht wirklich. Niemals. Nee, das macht er nicht. Vor allem, er spielt ja auch selber. Na, dann hätte ich nur noch die Überlegung, tatsächlich den Pepsi-Automaten unten. Halt, nicht hier, da rein. Weil das ist das einzige Gegenstand, oder einzige, ja, Gegenstand, wo man Geld bräuchte. Würde das gehen? Wir haben Pepsi. Okay, können wir das benutzen? Nee, kann man nur mit... Also, kann man es öffnen? Ich habe keinen Durst. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Telefonnummer 1107-2211. Aber da kommen wir ja auch nicht hin, weil wir... Wir haben ja nicht das Telefon da. Moment mal. Es sind 8 Nummern. Eine Sache hätte ich vielleicht jetzt noch. Was waren das? 1101? 07 war das. 2211. Ja, mal doch, das ist das Zahlenschloss. Und das hat ja auch 8 Nummern benutzt. Sieben, zwei, zwei, eins, eins. Okay, das war der Code. Wir haben es geschafft. Der Schrank ist offen. Papas geheimer Vorrat. Okay, wir haben Plutonium. Sonst noch irgendetwas? Nee. Wie das leuchtet. Okay. Können wir das mit der Lampe benutzen, um da ein bisschen die Dunkelheit zu vertreiben? Benutze Plutonium mit Lampe? Das dürfte funktionieren. Ja, super. Hoho. Ich bin genial. Kommen wir da hoch? Ich kann nicht. In dem Trakt unseres Gebäudes war ich nicht mehr seit 15 Jahren. Nicht mehr seit diesem schrecklichen Unfall. Ist das vielleicht jetzt auch wieder ein Easter Egg, wenn man das mehrmals macht? Das ist jetzt das dritte Mal. Warte mal.
Und dann jetzt noch das fünfte Mal. Okay, noch einmal machen wir's, dass wir 6 Mal haben und dann... passiert nichts. Okay. Da haben wir auf jeden Fall das Telefon und da haben wir die lose Platte. Die kennen wir ja auch schon aus Manic Mansion. Und da haben wir einen leeren Fleck. Irgendwas war doch hier. Wo zum Teufel ist Chuck? Wollte ich gerade sagen, da fehlt Chuck. Eigentlich ist dieses Fach gar nicht mehr geheim. Ja, das ist wohl wahr. Chipstüte. Grüns geheime Reserven. Nehmen wir mit. Alles klar. Essig und Öl. Fettgehalt 86%. Okay, dann benutzen wir mal das Telefonbuch mit dem Telefon. Name Edna, Laverne, Meteor und Bernhard. Meteor? Hoho. Okay. Ich höre. Hallo. Ja, wer ist da? Ich bin's, Ed. Ed Edison, erinnerst du dich? Ich. Du klingst so anders. Warte bitte kurz. Hohohoho. Gut, Ed, wir können reden. Warum geht es? Wie laufen die Welteroberungspläne so? Hervorragend, Ed. Mit meiner neuesten Errungenschaft werde ich schon bald die Weltherrschaft an mich reißen. Errungenschaft? Der Potos. 2. Er leistet gute Arbeit. Aha. Kommst du uns mal besuchen? Früher als du denkst, Ed. Früher als du denkst. Bringst du was mit? Hast du Interesse an Nuklearwaffen? Danke, nein. Ich hab da ein Problem. Mom spioniert mir hinterher. Ich fand sie schon immer etwas seltsam. Aber das ist wirklich abnormal. Das ist doch alles ganz normal, mein kleines Tuk-Tuk. Mom, hörst du meine Telefonate ab? Ich sorge mich eben um meinen kleinen Pupser. Mom! Könnten wir vielleicht auf deine Fragen zurückkommen? Hohohoho! Okay. Ich habe ein kleines Geschwisterchen bekommen. Und wo liegt da das Problem? Ich werde von Mom und Dad vernachlässigt. Habt ihr nicht mal diese mutierte Venusfliegenfalle? Die ist leider eingegangen. Warum fragst du? Na so, du könntest es auch einfach aus dem Fenster schmeißen. Nee, im Leben. Ich dachte, du willst es loswerden. Denkst du, ich fasse es an? Wir wissen nicht einmal, wo oben und unten bei dem Ding ist. Dann lass es lieber. Die meisten Probleme lösen sich ganz von selbst. Aber das kann nicht so lange dauern. Nee, das war's. Okay. Mach's gut. Leb wohl. Dann probieren wir mal, Edna anzurufen. Fred, komm schnell. Sein Zwischenraum ist wieder aufgeplatzt. Verdammt. Wie das blutet. Keiner geht ran. Laverne? Ja, scheint auch keiner da zu sein. Keiner geht ran. Dann Bernhard. Oh, die haben ein neues Telefon. Das sah in der letzten Folge noch anders aus. Hi. Hallo? Hier bei Bernoulli. Ist Bernhard da? Bernhard? Ist das Gespräch für mich? Nein. Okay, ist ja schon gut. Also, ein Freund von Bernhard, dann wird sie uns definitiv nicht ranlassen. Und du machst mir Angst, ich werde auflegen. Das bringt uns auch nicht weit. Also bist du Bernhards Schwester. Ich bin Bernhards Schwester. Kennst du dich mit Geschwistern gut aus? Ich bin sozusagen Expertin. Meine Eltern kümmern sich nur noch um dieses Balg. Wie alt ist das denn? Gerade frisch geworfen. Und du willst die Aufmerksamkeit deiner Eltern zurückgewinnen? Genau. Nichts einfacher als das. Täusch deine eigene Entführung vor. Was soll ich? Ich habe mal vorgetäuscht, dass Bernhard seine eigene Entführung vorgetäuscht hat. Er hat so einen Ärger bekommen. Das verwirrt mich. Täusch einfach deine eigene Entführung vor, Kollege. Okay, das werde ich tun. Dann mach's gut. Bis bald. Idiot. Das ist die Idee. Ich werde meine eigene Entführung vortäuschen. Mom und Dad werden krank vor Sorge werden. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen
Ein Entführungsbrief wahrscheinlich. Da wird mir die Schreibmaschine von oben einfallen. Ah. Aber wir kriegen das Blatt nicht raus. Das heißt, das funktioniert eigentlich nicht. Aber einer, der euch an die Schitztüte... Also ich denke mal, wir müssten wahrscheinlich diese... Also die Idee ist mir gekommen mit Essig und Öl, dass wir das vielleicht einfach ölen müssen. Und da habe ich auch eine Idee, was wir damit machen. Können wir da irgendwie das Öl rauspressen? Hört sich zwar ziemlich krass an, aber Manic Mansion Logik. Und wir haben ja hier die Druckerpresse. Ah, man müsste das Öl aus den Chips herauspressen können. Aber ich habe leider nichts, um das Öl aufzufangen. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser ausgießen noch. Können wir auch genau aus der Zeitung Buchstaben ausschneiden? Dazu bin ich viel zu ungeschickt. So, bist du jetzt geschickter? Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten es aus der Zeitung die Dinger ausschneiden und dann auf das Zettel kleben. Schauen wir mal, ob wir vielleicht das Wasser ausgeleert kriegen und dann da das Öl reinmachen können. Ja, er gießt es weg. Sehr gut. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich wieder genug Öl haben, ein Gefäß für das Öl haben und damit die Schreibmaschine machen. Und damit könnten wir doch bestimmt an das lose Blatt rankommen, das wir dann für das Entführungsschreiben benutzen werden. Halt mal. Sorry. Falsches Ding. Wo ist es denn? Da ist es. So. Man müsste das... Ich werde das einfach in das Glas auffangen. Genau so war es ja auch gedacht. Okay. Es ist randvoll mit Öl. Hey, es hat aufgehört, widerlich zu stinken. Irgendwie war mir das so klar. Das ist so verrückt. Okay, wir haben Öl. Dann schauen wir mal, ob wir die Schreibmaschine ölen können. Halt, hier geht's ran. Und ob wir an das Blatt Papier rankommen. Ich werde die alte Schreibmaschine ein wenig ölen. So, kommen wir jetzt ran an das Papier. Ja, es lässt sich herausziehen. Benutzt du die Schreibmaschine dafür? Niemals. Benutzt du den Stift dafür? Man würde meine Handschrift erkennen. Also doch das rausschreiben, rausmachen hier. So wohl nicht. Ah, vielleicht, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich brauchen wir, das Skalpell geht wahrscheinlich in dem Fall nicht. Wir bräuchten wahrscheinlich eine Schere. Könnte im Medizinschrank vielleicht unten eine Schere drin sein? Da hatten wir ja auch, dass wir den Schlüssel suchen mussten, um das Ding aufzumachen. Da muss ja irgendwie was drin sein. Und bisher hat man das noch nicht gebraucht. Vielleicht wird es ja jetzt gehen. Falsche Tür. So, schau mal an. Mit der Schere könnte ich Buchstaben für den Erpresserbrief herausschneiden. Ach, wusste ich's doch. Ja, für irgendwas musste das ja noch gut sein. So, Schere mit Zeitung. Für den Erpresserbrief brauche ich ausgeschnittene Buchstaben. Okay, dann mal an die Arbeit. So, dann benutzen wir das hier mit den Buchstaben. Dieser Schleim ist der perfekte Klebstoff. Und dann machen wir das hier drauf. Dann wollen wir mal. Perfekt. Liebe Mom, lieber Dad, wir sind eine Gruppe von halmtürkischen Iran, die ihren Ed rücksichtslos entführt haben. Hüten Sie sich, sagen Sie nichts und keine Worte an die Polizei oder an jemand anderes. Sie helfen so Ihren Sohn, eurem Sohn nicht. Okay, und ich schätze mal, das müssen wir dann in den Briefkasten legen. Richtig? Ja, aber vor allem, liebe Mom, lieber Dad. Ach, Ed, du bist einfach herrlich. Die Zeit der Vernachlässigung ist vorbei. Okay, irgendwie mag ich es, Post auf den Weg zu schicken.
Das hat so etwas Abschließendes. Wie das Ende eines Lebensabschnitts. Wie das immer wiederkehrende Loslassen nach einer Phase der Begleitung. Aber nicht endgültig. Habe ich das wirklich eben gesagt? Ja, unten wird mich sicherlich niemand suchen. Oh Mann, Ed. 3 Tage später. Epilog. Es sind 3 Tage vergangen. Mom und Dad werden krank vor Sorge sein. Es ist an der Zeit, dass sie ihren verlorenen Sohn empfangen. Hahaha. Okay, also. Wir sind wieder da. Und ich habe das Gefühl, die haben uns total vergessen. Also, die haben nicht mal bemerkt wahrscheinlich, dass wir weg waren. Würde ich jede Wette drauf eingehen. Dad! Mein Sohn, ich dachte, du wärst entführt worden. Ja, Dad, aber ich... Vielleicht später. Ich hab zu tun. Aber... Dad? Aber... Sitzt der jetzt wieder hier rum? Nee. Okay, dann hochgehen wahrscheinlich. Aber was hat's mit diesem blöden Türknauf auf sich? Den haben wir bisher gar nicht gebraucht gehabt. Edna ist nicht da. Ah, die sind vielleicht alle im Büro. Nicht Büro. Im Labor unten. Hm. Schauen wir mal. Geh mal ins Labor runter. Mal sehen, ob es hier weitergeht. Nö, auch nicht. Hä? Esszimmer vielleicht? Also irgendwo muss es ja weitergehen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Nö, auch nicht. Hm. Also Edna, das Kind und alles ist noch nicht aufzutreiben gewesen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass wir jetzt irgendwo hingehen müssen, auch mit Edna nochmal reden müssen. Die Frage ist nur, wo? Oder müssen wir nach draußen? Hä? Nach draußen habe ich gesagt. Nö. Dann habe ich keine Ahnung, wo Dings hin ist. Aber vielleicht ist der ins Wohnzimmer und Bibliothek und so weiter gegangen. Da sind wir ja nur ganz kurzfristig rein. Da sind wir ja nur hier kurz reingegangen, um zu schauen, ob er da ist, aber nicht nach hier hinten. Ja, gesunde radioaktive Strahlung hier. Nö, da ist es auch nicht. Okay, dann die restlichen Zimmer noch abschauen. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen nur noch mit Edna wahrscheinlich reden und dann war es das mit dem Spiel. Aber Edna und dem Kind, aber keine Ahnung, wo die genau sind. Nix. Benutzte Telefernseher. Was das aber jetzt aus dabei rausgekommen ist mit seinen mit seiner Single-TV-Dings, wissen wir auch noch nicht. Nö, da ist auch nichts. Bei den Meteoren. Nicht Meteoren. Ne, ich kam gerade wegen dem Meteormeister. Nee, da ist aber auch nichts bei den Spielautomaten. Hm. Nein. Auch hier nicht.
sprühen. Ich bin wieder da. Hast aber nichts zu sagen. Hä? Hier war auch nichts, glaube ich. Nö. Oh, das ist einfach nicht wahr. Oh nein. Oh nein. Das ist zu grausam für meine Augen. Dann benutz nochmal deine Pille. Sie haben sein Zimmer komplett. Sie haben sein Zimmer komplett, ja. Sie haben sein Zeug komplett rausgeschmissen. Aber wo ist dann sein Zeug? Oh je, armer Ed. Hä? Aber hier geht's auch nicht weiter. Also, irgendwo muss es weitergehen, aber... Hä? Und wo ist Edna? Wie geht's jetzt hier? Oh. Kann schon da schon jemand für mein Video sein? Okay, also, da geht's doch weiter. Oh je, oh je. Armer Ed. Also geh mal runter. Und schau mal nach, wer da an der Tür läutet. Hallo? Hallo? Kommst du wegen meinem Video? Wegen deinem Video? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich an der Tür geirrt. Ja, genau. Ich habe mich an der Tür geirrt. So, an der Tür geirrt. Wir wohnen mitten im Wald. Ja, deshalb ist es ja auch so ärgerlich. Du kommst wegen meinem Video, gib es zu. Ah! Okay. Ich muss sagen, eine coole Episode. Ich kann verstehen, warum sie den goldenen Edgar dieser Staffel bekommen hat. Die Folge war richtig klasse, finde ich. Sie war auch ziemlich lang. Also, ich glaube, das war jetzt 5 Folgen. Das war wirklich lang. Aber teilweise, was mir hier nicht gefallen hat, ist teilweise, dass du mit dem Gespräch nicht gesehen hast, dass es tatsächlich neue Gespräche gegeben hat. Gerade bei Edna. Da hast du ja wirklich erstmal dieses eine Gespräch machen müssen, wo es vorher nicht mehr gewesen ist, um weiterzukommen. Aber, Entschuldigung. Aber ansonsten fand ich die Episode ziemlich, ziemlich cool. Ja doch, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Jetzt folgt, denke ich noch, machen wir noch diese Edgar-Verleihung, wo die goldenen, die Edgars für diese erste Staffel veröffentlicht worden sind. Und das ist zwar kein Spiel, sondern man kann sagen, eigentlich ein Minifilm, wenn man so haben will. Aber relativ lustig und ich finde es auch sehr interessant. Okay, bis dahin, macht's gut und tschüss.